starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Ich heiße Malaika Lerma, bin 17 Jahre alt. Ich gehe noch zur Schule, also ins Gymnasium, komme jetzt dann in die 12. Und das hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, aber ich möchte Star werden. Also ich will auf großen Bühnen stehen und ich will da meine Musik machen. Also ganz ehrlich, mir haben diese Castingshows irgendwie von Anfang an ziemlich abgeschreckt. Ich glaube, da gibt es andere Wege. Es ist ein kleines musikalisches Abenteuer, das die katholische Jugendstelle Rosenheim da plant. 11 Jugendliche, die sich bisher nicht kennen, sollen als Band ihr Publikum begeistern. Nur 2 Tage wird zusammen geprobt, danach geht's für die Gruppe eine Woche auf Tour durch Bayern. Ihre Bühne? Die Straße. Das Setting auf der Straße ist das, was dieses Projekt ausmacht. Also dadurch, dass man auf der Straße spielt und die Leute ziemlich schnell entscheiden können, gefällt mir oder gefällt mir nicht, und dann ziemlich schnell auch wieder weg sind, wenn es nicht passt, ist so dieses Thema Feedback permanent da. Und das ist viel schwieriger oder viel härter, als das auf einer Bühne geht. Und damit steckt dann natürlich auch für die Jugendlichen viel mehr drin, also viel mehr an Möglichkeiten, selber zu wachsen. Doch einfach in die Fußgängerzonen stellen geht nicht. Auch Straßenmusiker brauchen gewissermaßen einen Tourmanager. Mein Name ist Stefan Strohmeier. Ich bin jetzt seit mittlerweile 8 Jahren hier an der Jugendstelle in Rosenheim unterwegs. Genau, bin gelernter Sozialpädagoge, also habe Sozialpädagogik studiert. Ich mache selber relativ viel Musik, bin mit der Band unterwegs und habe jetzt hier in Rosenheim die letzten Jahre einfach angefangen, wieder musikalische Projekte auf die Beine zu stellen. Guten Tag, hier spricht Strohmeier aus der katholischen Jugendstelle in Rosenheim. Und zwar sind wir mit einer Jugendgruppe bei Ihnen in Nürnberg und würden dort gern Straßenmusik machen. Ah, okay. Ja, wir sind aber mehr als 5 Personen. Genau. Die Frage ist einfach, wie man das dann macht, wenn es unter Straßenmusiklizenz nicht mehr reinfällt. Ah, okay, mit einem Platzkonzert. Dann machen wir das so. Okay. Also von 13 Uhr bis 18 Uhr am Lorenzer Platz. Was brauchen Sie von mir noch? Okay. Also eine Liste mit allen Instrumenten. Das weiß ich selber noch gar nicht genau, was da alles so mit dabei sein wird. Also es ist so, dass wir jetzt da nicht nur Profimusiker mitnehmen. Natürlich werden sich wahrscheinlich eher die anmelden, die auch so viel Mumm haben, mit ihrem Instrument irgendwie sich da anzumelden, mit dabei zu sein. Die Leute, die sich angemeldet haben, kenne ich zum Teil. Und da sind einige Leute dabei, wo ich mich sehr, sehr freue, dass sie mit dabei sind, weil man denkt, das passt jetzt genau richtig für dich. Malaika ist gleich Feuer und Flamme für das Projekt. Also ich fand das Prinzip dahinter voll cool. Ich dachte mir, wow, Straßenmusik habe ich noch nie gemacht, machen wir mal. Mir macht sowas Spaß. Also das Singen vor Leuten, das Musizieren. Mit einer Rainbow-inspired Family. Ich will mein Hobby zum Beruf machen. Weil ich denke, es gibt für mich nichts anderes, wo ich draußen Beruf machen könnte und sagen könnte, ja, ich bin zufrieden damit. Bisher hat sich da noch nichts gefunden für mich, außer die Musik. Und deswegen will ich mit der Musik erfolgreich werden. Inzwischen schreibt und komponiert sie sogar ihre eigenen Songs. Since when has it been a part of me? Das erste Mal, wie ich angefangen habe, mit der Gitarre zu schreiben, war Sommer 2016. Da habe ich mein allererstes Lied mit der Gitarre geschrieben. Manchmal sitzt sie monatelang an einem Lied. Eines, das ihr besonders am Herzen liegt, ist dieses. I'm just searching in the cracks and crevices of your mind. Das Lied heißt Pinion
Und das habe ich über eine Freundin geschrieben. Es handelt von einer Freundin, die ihre Gefühle nicht so kommunizieren kann. Und ich will immer wissen, okay, was fühlt sie denn, was denkt sie denn? Dahinter bin ich noch nicht so gekommen, ich spreche noch nicht so ganz ihre Sprache. Und dann habe ich halt das Lied geschrieben. Was man alles mit der Musik ausdrücken kann, finde ich wahnsinnig spannend. Also selbst wenn man sich nicht, selbst wenn man nicht dieselbe Sprache spricht wie ein anderer, hat man trotzdem die Musik, die einen verbindet, weil jeder empfindet die. Bin nicht unbedingt gleich, aber dann ähnlich. Und ich finde es einfach toll, wie man mit der Musik verschiedene Gefühle ausdrücken kann, ohne ein Wort zu sagen. Hoffentlich klappt das jetzt auch bei der ersten Probe. Denn viel Zeit fürs Miteinander warm werden bleibt nicht. In der Jugendherberge in Regensburg geht's direkt ans Eingemachte. Da kommt dieses G, H mal, C, G, D, kommt zweimal, oder? Ja. Und dann im Vers viermal. Machen wir das Kompliment. Wir haben da übrigens jetzt was geändert. Ja, hab ich schon gehört. Der ganze Spaß dahinter fällt weg. Okay. Dann plempert es nicht so aus, sondern wird das eher... Zwar sind die Lieder alle bekannte Hits, aber jedes einzelne muss erst noch auf die Gruppe angepasst werden. Da muss man immer schauen, was passt so und wie passt es am besten zum Song und wie passt es am besten zu den Leuten, die das spielen. Und dann ergibt sich das manchmal, dass man einfach den Song nochmal komplett umschmeißt oder nochmal in die Wiederholung reinsetzt oder früher aufhört. Genau, Cello und Gesang. Dann kommt der Chorus, da kommen die Geigen dazu. Und die Flöte. Ah, wir starten eigentlich mit dem Pfeifen. Ich hoffe, dass wir die Lieder bald besser drauf haben als jetzt. Und dass es einfach gut ankommt bei den Leuten, dass viele stehen bleiben, dass wir das rocken, dass wir uns vielleicht nicht allzu oft verspielen. Das Ding ist, wir mussten jetzt insgesamt 6 Lieder lernen innerhalb von 2 Tagen. Und es ist ein bisschen viel. Die Gruppe, so wie sie jetzt dasteht, gibt es seit gestern Morgen um 11. Und es ist irre, wie schnell das geht, dass sie sich aufeinander einstellen, dass sie sich gegenseitig da konstruktiver weiterhelfen und Feedback geben. Und dadurch, dass sie die Gruppe so kurz kennt, dass wir eigentlich fast jeden Tag eine andere Stadt haben, eine andere Situation haben, also da lauter Unbekannte drin haben, dass wir lauter Songs haben, die unbekannt sind und auch noch wackeln, wenn wir auf die Straße gehen, ist so das einzig Beständige, was wir haben, die Gruppe. Das heißt, das Einzige, worauf man sich darauf verlassen kann, so in der Gruppe, ist wirklich mein Team, das ich mit dabei habe, die Leute, mit denen ich unterwegs bin. Und darum ist es natürlich immens wichtig, auch von unserer Seite, dass wir was tun dafür, dass sich die ziemlich schnell gut kennenlernen, dass die wissen, wer sind denn die anderen, dass man sich einschätzen kann. Unterschiedlich sind wir schon alle. Also wir haben zwar eben die eine Gemeinsamkeit, dass wir gerne Musik machen, aber ansonsten ist echt alles quasi dabei. So, das finde ich schön. Eine coole Gruppe sind wir. Es ist gar nicht so schwierig wie erwartet. Was ich nur immer schwer finde, ist, dass es so anstrengend ist und wir üben ja den ganzen Tag und irgendwann tut dann auch in den Schultern alles weh von der Geige und so. Jakob, du weißt, warum der Pavarotti so den Schrank hat. Also wirklich da aufmachen, das ist ein Resonanzraum, was du da... Genau. Du musst mindestens so eine Fläche zusammenbringen wie das Cello. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, auf jeden Fall. Aber da ist auf jeden Fall auch Vorfreude dabei mit. Ich glaube, das wird schon eine sehr, sehr gute Sache und wir werden das, glaube ich, sehr gut machen. Ich meine, alle Stücke stehen schon fast. Fast. Aber eben nur fast. Es ist der nächste Morgen. Eigentlich sollte es schon losgehen, doch die halbe Truppe muss erstmal noch auf Shoppingtour. Mit den Schnürsenkeln. Okay. Wir haben Gurte gekauft für Ukulele und Gitarre und haben unten diesen Knopf reingemacht, dass man das einhängen kann.
aber oben keinen. Deshalb müssen wir jetzt Schnürsenkel kaufen, dass wir das so einfädeln. Das sind dann die Sachen, die erst vor Ort aufkommen. Die Gitarrengurte haben sich dann erst abgezeichnet, als wir den ersten Auftritt gehabt haben. Wir haben einfach zwei Instrumente ohne Gurte gehabt. Da haben wir dann nachjustieren müssen. Ja. Haben Sie die auch in Rot? In Rot? Während man sich im Schuhgeschäft ganz entspannt Gedanken über die passende Farbe macht, liegen draußen die Nerven blank. Das Publikum sitzt schon und wartet. Okay, bis gleich. Es ist, wie es ist. Ja. Es nervt ein bisschen, dass es halt so lange warten mussten, aber es geht schon. Also, wir fangen ja gleich an. Ja, ja. Wir gucken einfach, dass wir so schnell wie möglich einfach das durchkriegen. Und auch, dass wir einfach nicht zu lange Pausen haben, dass wir die Leute auch nicht langweilen. Ich war am Anfang ein bisschen nervös, vor allem weil wir auch noch viele Fehler gemacht haben. Aber dann beim zweiten Durchlauf, wie dann auch mehr Leute schon da waren, war es einfach super, hatte ich einfach nur Spaß. Die ist mit dem Radl dahergefahren und ist dann so da gestanden und bei Come on Aline auch voll abgedanzt. War richtig gut. Das ist voll ansteckend, gell? Ja, ja. Spitze. Und die kleinen Kinder, die vorne standen und sich umarmt haben. Katerstimmung am nächsten Tag in Nürnberg. Die Euphorie aus Regensburg ist sprichwörtlich wie weggeblasen. Hat irgendwie nicht mehr so alles gepasst. Da war dann so ein starker Wind, dann hat sie Notenständer umgeschmissen und dann haben irgendwie auch nicht so viele Leute da mitgemacht und dann war da auch noch so ein lauter Brunnen im Weg. Man hat einfach in Nürnberg gemerkt, dass der Akku leer ist. Wir haben davor zwei Tage geprobt, haben dann den ersten Auftritt gehabt, sind wir noch zur nächsten Station gefahren, nach Nürnberg. Und irgendwann mal ist man halt einfach mal im Eimer. Und dann laufen die Auftritte vielleicht nicht so hundertprozentig und dann führt das ganz schnell zu so einer Spirale nach unten. Wenn ich jetzt so einen Schritt auf die Seite gehe, so als Pädagoge, was Besseres kann dann nicht passieren, als dass man in solche Situationen auch reinrutscht, weil das genau die Momente sind, wo man als Gruppe einfach auch nochmal wachsen kann und zusammenwachsen kann und wo jeder Einzelne für sich selber schauen kann, was habe ich so an Potenzial, damit ich an der Situation auch was verändert. Die Gruppe setzt sich zusammen. Das Programm wird noch einmal komplett umgestellt. Es sollen sogar noch neue Lieder dazukommen. Nun, Stefan, ich habe den Mädels gestern Abend noch Pinion vorgespielt. Die meinten, ich soll das vielleicht in Würzburg dann mal auf der Straße spielen. Macht es? Also. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen soll. Und was liegt? Das ist kein Mut, traust du nicht? Ich habe das noch nie vor Leuten gespielt. Also vor einem Publikum, das ich gar nicht kenne. Nur für dich geschrieben hast du den Song ja nicht, oder? Nein. Ja, also. Keine Ahnung, ich habe da nur ein bisschen Schiss vor. Spiel mir an. Gerade für die Jugendlichen, die zu Erwachsenen werden, ist es einfach immer so diese Frage, ja, wer bin ich denn, wer will ich denn sein? Was gebe ich vielleicht nach außen auch vor, dass ich bin und obwohl ich es gar nicht bin? Geht es mir gut dabei? Wie traue ich mich, das da überhaupt hinzustellen? And I'm just searching in the cracks and crevices of your mind. Lead me inside. Das ist doch cool. Ja. Na klar. Zupf ruhig so laut, dass es wirklich rüberkommt, weil sonst trifft es auseinander. Aber sonst ist es cool. Ja. Mach das, probier es aus. Wenn jemand merkt, ich will irgendwie einen Song spielen und ich hätte da Bock drauf, ja, dann muss man das ausmachen.
weil sonst ärgert man sich einfach ein Leben lang. Und genau, von dem her, klar ist mir das verdammt wichtig, einfach dann auch ja, Leuten ein bisschen einen Kick in den Hintern zu geben und sagen, hey, jetzt mach mal. Im Prinzip ist das ganze Konzept von dieser ganzen Geschichte ja auch, dass wir hergehen und versuchen, Felder zu kreieren, wo man Leute reinstupst. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Wo sie einfach ausprobieren können, wie das funktioniert. Egal, ob das jetzt ein Song ist oder ob das einfach mal bei einem Wirt anzufragen ist, ob wir abends spielen dürfen. Da gibt es ja verschiedenste Felder, die spannend sein können. In Würzburg soll der Ärger über den verpatzten Auftritt weggesungen werden. Die Gruppe macht sich Mut, will beim Finale zur Höchstform auflaufen. Ich finde das gut, ja, dass die Jugendlichen so musizieren, ja, und dass wir alle friedlich beisammen sitzen. Es ist toll, die Stimmen sind toll, die Instrumente finde ich eine tolle Auswahl und die harmonieren sehr gut zusammen. Ich hätte nicht den Mut dazu, gebe ich ehrlich zu. Malaika schreibt ja schon ewig Songs und die schreibt echt geniale Sachen und hat ihren Stil, wie sie das macht. Und bei der Malaika hat man einfach sehr lange gemerkt, sie würde ganz gern jetzt da spielen, aber sich dann zu trauen, ist halt doch nicht so einfach. Doch Malaika nutzt die Chance. Sie spielt ihr eigenes Lied. Zum ersten Mal vor Publikum. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und deswegen hatte ich auch richtig Muffensausen, das jetzt vor den Leuten zu spielen. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Das freut mich einfach für sie, weil das einfach nochmal Bestätigung ist, die ja, die vorwärts schiebt und die sie vielleicht dann nochmal einen Schritt weiter zu dem bringt, wo sie eigentlich hin will. Sie waren alle Stars, glaube ich, in der Woche. Für die Menschen, die sie da erreicht haben. Egal, ob die so klein waren oder ob die riesengroß waren, ob die 5 Jahre oder ob die 80 waren. Die Tour ist zu Ende. Für die 11 Jugendlichen geht's jetzt wieder nach Hause. Mit viel mehr im Gepäck als zuvor. Nämlich mit jeder Menge neuem Selbstvertrauen.